Willkommen zum heutigen Video. Heute geht es darum, wenn du trainieren gehst und besser werden möchtest, geht es ja auch darum, dass der Golfball dir Feedback gibt. Also jedes Mal, wenn wir einen Schwung nach dem Ball gemacht haben, ist das Putten, Chippen, Pitchen oder volle Schwünge, Eisen, Driver, Hölzer, dann schauen wir, wie der Ball geflogen ist oder wie der Ball gerollt ist und nehmen da die Informationen raus und versuchen beim nächsten Schlag es ja besser zu machen. Das Problem ist bei Driving Range Bällen, die fliegen nicht so wie die Spielbälle. Und meine Empfehlung heute an dich ist, wenn es immer möglich ist bei dir, dass du die Bälle von Hand wieder aufnehmen kannst oder darfst, dann benutze den Spielball, den du sonst beim Spielen benutzt. Weil die Eigenschaften, die der Golfball hat, wird dich beeinflussen aufgrund der Reaktion, wie er ja geflogen ist. Im kurzen Spiel, Putten, Chippen, Pitchen, ist es ja erlaubt, mit den eigenen Spielbällen dies zu tun. Und dann gibt es auch keine Überraschungen mehr auf dem Golfplatz, weil hier hast du viel mehr Backspin als bei einem Driving Range Ball und der Abflugswinkel wird auch nicht der gleiche sein und die Länge wird auch nicht die gleiche sein. Also wenn immer möglich, wenn du die Bälle von Hand auflesen kannst, benutze immer Spielbälle, die du benutzt bei Turnieren, damit dein Ballverständnis, wie diese fliegen, die richtige ist und wünsche dir somit mit diesem Tipp weiterhin viel Erfolg beim Dazulernen, wie deine Bälle reagieren, wenn du sie spielst und abgibst und freue mich auf ein Feedback. Kannst unten in die Kommentare schreiben. Bin gespannt, was für dich dabei rauskommt, wenn du diesem Tipp hier nachgehst. Leite es einen Freund weiter, damit auch dieser besser Golf spielen kann. Bedanke mich für ein Abonnement und wünsche dir nun viel Spaß beim Dazulernen, besser zu werden. Bis zum nächsten Video. Tschüss!